Tipps, die ich gerne weitergeben möchte, damit sich das Spiel, damit sich das Spielgefühl, damit sich der Rhythmus beim Backgammon, beim Tabla-Spiel ein bisschen entwickelt. Diese drei Tipps, die ich gleich geben möchte, sind mehr für Leute, die sich etwas mehr mit Backgammon beschäftigen möchten. Sie sind im Gegensatz zu den anderen etwas zum mehr Nachdenken. Das soll jetzt nicht heißen, dass die anderen nicht zum Nachdenken sind. Natürlich ist das nicht meine Intention, aber ihr werdet das schon merken, wenn ich die drei Sachen anspreche. Fangen wir direkt an. Versucht euch, ich baue erstmal das Spiel aus und danach sage ich was dazu. So, und zwar ist der erste Tipp, den ich euch geben kann, denkt an eure Sechser-Reserven. Was will ich damit sagen? Sagen wir mal, ihr seid jetzt weiß. So, ich habe immer im Vorteil von weiß gespielt, aber jetzt will ich mal das an schwarz erklären. Sagen wir mal, ihr seid weiß bzw. schwarz und weiß ist am Zug und weiß würfelt jetzt. Weiß hat gespielt und Weiß würfelt jetzt, keine Ahnung, eine 5, 6, so. Weiß kann natürlich die 5 nicht spielen, Entschuldigung, die 5 kann Weiß nicht spielen, also muss Weiß 5 abtragen, hoch, und Weiß muss auch die 6 abtragen, so. Jetzt ist Schwarz dran und Schwarz würfelt auch eine 5, 6, so. Schwarz könnte ja jetzt einmal 6 spielen und dann 5 spielen und wäre dann mit allen, außer mit den beiden, in seinem Heimfeld, aber Schwarz sollte das nicht machen. Schwarz sollte lieber 6 spielen und dann die 5 so spielen. So, noch krasser wäre es natürlich, wenn die Situation so ausgeht, weil dann sollte Schwarz sowieso sein Heimboard erstmal schließen. Aber wichtig ist, der Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, Schwarz sollte versuchen, eine 6er Reserve zu haben. So, dass er, beziehungsweise Schwarz, bei der nächsten eventuellen 6, die er hat, nicht automatisch stehen, rausspielen muss und damit verwundbar für Weiß wird und rausgeschlagen wird. Deshalb sollte Schwarz mit 5, 6 eher 6 spielen. Okay, das muss er machen, weil er will ja hier nicht raus. Er will ja, es kann ja sein, dass gleich wieder eine 5, 6 kommt. Nur 3, 5, 6 hintereinander ist ein bisschen unwahrscheinlich, aber man kann ja nie wissen, dass irgendeine krumme Zahl kommt oder eine 5, 5 und er nimmt die raus und dann kommt irgendwas, wo er 2 Shots übrig lassen muss. So, und daher sollte Schwarz versuchen, die beiden bestehen zu lassen und mögliche Sechsen immer irgendwie auf Reserve zu haben. Eine Sechs, die muss er spielen. Sechs heißt immer ein Viertel überqueren, so dass man. Noch eine kurze Ergänzung zu dieser Sechser-Reserve-Geschichte. Ich habe explizit 6 gesagt, weil 6 die einzige Würfelzahl ist, mit der man gezwungen ist, ein Viertel zu überqueren. Das schneide ich zwar an, aber wenn man sich vorstellt, im eigenen Heimfeld zu sein, könnte man auch 5 spielen, ohne raus, beziehungsweise ohne weiter fortzuführen, beziehungsweise ohne das Viertel verlassen zu müssen. Man kann 5 von zu Hause spielen, vom Heimfeld spielen, man kann 4 spielen, aber immer, wenn es um die 6 geht, immer wenn es um die 6 geht, sollte man eine Reserve haben, weil 6 wirklich die einzige Zahl ist, die man von außen spielen muss. Und die 5 sollte er so spielen. Er sollte nicht mit der 5 rein. So, also merke, versuche immer die 6er Reserve zu beachten. Versuche immer die Reserve zu beachten, die du brauchst, um weiter Druck aufbauen zu können und damit du nicht fliehen und gewisse Situationen nutzen kannst.